So, hallo und herzlich willkommen. Heute spiele ich mal was anderes wie World of Tanks. Bei mir gibt es heute XCOM 2. Ich bin noch relativ unerfahren im Spiel. Ich bin jetzt gespannt, was das ist. Ich habe hier schon mal etwas rumgedoktert, rumprobiert. Und da wollen wir auch gleich mal loslegen. Bildschirm. Vielleicht muss ich noch etwas die Kamera verschieben, glaube ich. So, schiebe ich mich mal rüber. So. XCOM 2. Ich bin Quereinsteiger bei XCOM. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das ist. Der liebe RioCat macht ja ein Let's Play und unser lieber Twister Fryer hat das auch schon regelmäßig gestreamt. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los. Wie ihr seht, ich habe sehr wenig Informationen. Ich muss jetzt den Testbereich bauen. Dafür fehlen mir aber die Vorräte. So, Vorräte. Informationen werden aber auch nicht schlecht. Erst brauche ich das Funkgerät Setze fertig. Kurs auf Westasien. Ja, da gibt es schon wieder einen Punkt dabei. Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Die Kamera doch vielleicht noch ein bisschen verschieben. Wieder zwischen. So. Erstmal hier das Funkrelais aufgebaut. Willkommen im Kampf. Ich finde die Grafik schon auf richtig cool. Lang lebe der Widerstand! So. Gehen wir mal nach Osteuropa, würde ich sagen. Tja, ich habe hier oben noch ein bisschen Zeit. Avenger berechnet Also neuen fliege ich erst Kurs. hier unten hin, gucke mir das Ganze mal an. Commander, die Aliens sind ihren Zielen erheblich näher gekommen. Auf der ganzen Welt tauchen neue Advent-Einrichtungen auf. Mal hier erstmal fertig. Muss ich jetzt machen? So, klar, so schön, ja. Mann. Alles nicht so prickelnd. Verdecktes Ereignis. Schwierigkeit, schöner. Mittel. Verdecktes Ereignis. Mülle. Die Vorräte, die hätte ich gern. Ich bin schon wieder. 80 Informationen.
Ich glaube, ich mache hier jetzt wegen der Information. Setze Kurs auf Sektor 1. Und dann schaue ich mal, was hier rauskommt. Oh, verdammt, ey. Sind die noch nicht schön? Mist. Ich habe keine Soldaten. Ah, Mann. 21 Tage führt mein Torschütz aus. Alter, ich muss unbedingt Soldaten ranschaffen. Unbedingt. Gebe ich da lieber meinem Gunner. Bekommt dann der Gunner. Schwierig mit 3 Soldaten. Aber dann probieren wir es mal. Sky Ranger eingesetzt. In Position für den Einsatz. Starten wir mal den Einsatz. 3 Soldaten. Widerstandskämpfer haben sich über einen ungeschützten Zugangspunkt Zugriff aufs Advent-Netzwerk verschafft. Aber Alien-Verstärkungen haben kurzen Prozess mit ihnen gemacht. Ihrem ersten Bericht zufolge haben sie wichtige Daten über die Alien-Operation entdeckt. Wir müssen das Gebiet sichern und das Terminal hacken, bevor Advent die Verbindung kappt. Schalten Sie alle Feinde gnadenlos aus. Das ist unsere Chance, sie aufzuhalten. Scheiße, das wird schwierig. Drei Soldaten wird richtig schwer. Menace 15, hier Avenger. Der Zugangspunkt liegt direkt voraus. Sichern Sie das Gebiet und rechnen Sie mit feindlichem Widerstand. Verstanden, rücke aus. Meine Güte, es war nicht gerade lang. Rücke aus. Hier ist ein feindlicher Trupp. Tempo. Das wird schwierig. Biete Feuerschutz. Feuerschutz, ach, der Ton ist mir etwas zu laut. Move, move, move! Schwierig. Echt schwierig. Los, los, los. Verstanden. Bewege mich zum Ziel. Achtung, das ist noch nicht lang. Augen auf. Ach, die Scharfschütze. Wo stehe ich denn dann hin? Bin dabei. Vor. Verstanden, rücke ab. Ich
Ich erst mal hier hin. Ich tue mal da dabei. Ich tue mal Feuerschutz. Du gibst mal Feuerschutz. Und du tust erst mal hacken und gucken, was da sonst dabei ist. Ach, scheiße, ich könnte die Gruppe gestartet haben. Desorientiert. Komm, komm, nein! Fuck. Das ist schlecht. Jetzt können die weiter rennen, ey. So ein Mist. Ich werde blockiert. Sie haben uns gefunden. Und ich werde aufgedeckt. Ja. Ich hasse die Weibern. Komm, mein Gunner, treff. Ach man. Komm du zu mir. Oh Mann. Das ist nicht gut. Das ist wirklich nicht gut. Scheiße. Ja. So. Das ist die Viper. Okay, ich gehe. Ah, habe ich die mit erwischt. Habe Blickkontakt zu einer App. Oh Mann, fuck. In die nächste Gruppe gestartet, obwohl ich das noch nicht wollte. So ein Mist. Ist die Viper. Ist sie tot? Ach, Mann. Das ist schlecht. Nehme ich. Schön. Noch ein Crit. Feind am Boden. Scheiße, die Viper lebt noch. Au, oh Mann. Nein. Nein. Fuck. Da. Da damit wahrscheinlich verliere ich schon sämtliche Leute. Leute. Ohne jetzt. Stehe unter Beschuss. Ich muss ihn unbedingt. Ich muss ihn befreien. Ich muss ihn aus der Viper befreien. Oh, der könnte eine Flanke bekommen haben. Nein, Gott sei Dank. Ich muss mein Gunner rausnehmen. Ja. Gott sei Dank, er hat nicht viel Schaden genommen. Viper ist raus. 41%. Auch 41%. Wo kann mein Scharfschuss drauf wirken? Auf beide. 90%. 19%. Probieren wir's. Ich huste es. Muss besser zielen. Komm ich beide rein? Köpfe runter.
Oh Mann, nur noch vier Runden und ich muss noch ein gutes Stück laufen. Ich glaube, das wird nichts. Eine Flanke, ja. Eindeutig eine Flanke, die er trifft. Oh, Gott sei Dank. Das Advent-Netzwerk ist beinahe komplett gesperrt. Wir haben keine Zeit mehr. Sie müssen zu diesem Terminal. Hier ist der Treff. Ach, das war so klar. Feind steht noch. Die Waffe verschlingt meine Munition. Hilft nichts, ich muss mit der hier rüber. Ziel lokalisiert. Ich müsste auch von hier hacken können. Sichtkontakt zum ungeschützten Zugangspunkt. 50% muss ich nehmen. Jawohl. Schön. Bestätigter Abschuss. So, ein Mist. Das ist garantiert. Ja, nee, nicht. Ja, okay. Wir haben die erfolgreiche Beschaffung der Advent-Dateien bestätigt. Eliminieren Sie alle verbleibenden Feinde im Gebiet. Zu Befehl. Du kommst schon mal hier hin. Feuerschuss. Du ladest mal nach. Du gibst Pistolenfeuerschutz. Och Mann! Jetzt habe ich meinen guten Scharfschützen dabei. Komm, treff! Das wäre wichtig. Ja, zumindest Holo drauf. Holo ist gut. Es bewegt sich noch. Holo ziehen was drauf. 50% Crit. 50%. 37. Nehme ich. Och Mann, wäre ja so schön gewesen. Ziel verfehlt. Du musst nachladen. Waffe geladen. Wie's? Jawohl. Dieses ist Steinverlass, mein Gunner. Ich bin ganz sicher erwischt. %19 11% Bitte treff. Ach Mann. Daneben. Schlecht. Er ist in voller Deckung. Bitte treff nicht. Jawohl. Oh, leck. So ein Glück. Der Sektoid, bitte. Was macht er? Er belebt wieder. Also muss er raus. Danach der Offizier.
17%. Ach Mann. Überprüfe Visier. Munition ist knapp. Ruhe ist drauf. Sieht auch schon viel besser aus. Nukrit. Bitte. Bitte 7 Schaden. Ach Mann. Läuft mir wieder super. Nicht mal knapp. Munition ist knapp. Ach du heilige Güte. Wechsle Position. Nehme ich. Nicht so einfach. Hallo an die Zuschauer bei mir im Chat. Ich hoffe, es gefällt euch mal wieder was anderes als World of Tanks. Was schon gut, damit der nach vorne gerannt ist. Problem ist, hoffentlich trifft er nicht. Schießt er hin auf den Gamma. Ja, das ist gut. Was macht der Sektoid? Schießt auf den Hacker. Nein, bitte keine Gedankenkontrolle. Daneben. Boah, Gott sei Dank. Ja, und einmal das Schussfeld 17%. 4%. Scharfschütze 15%. Okay. Und ich mal näher ran gucken, wie weit ich mit der Granate komme. Ja, das ist halt genug. 1%. Machst du Feuerschutz? Und du versuchst dein Glück. Vielleicht treffen wir ja. Muss mich zusammenreißen. So ist sie noch. Ja, komm. Ja, Gott sei Dank, sie hat getroffen. Ziel eliminiert. Negativ, Waffe ist leer. Jawohl, eine Beförderung. Ein Gunner. Oh Mist. Du heilst ihn hier, Spaß. Und dann tust du kostenlos nachladen und dann versuchst du nochmal dein Glück. Bis heute mal. Mikrofon muted. Daneben.
Mikrofon aktiviert. So. 9%. Begebe mich zu dieser Position. Das ist blöd. Stellen wir mal die Deckung. Ist halt blöd, er steht jetzt offen da. Er hat jetzt keine Deckung mehr. Er läuft vor. Nein! Mist! Und bewusstlos. Nein! Fuck! Ach was! Nee, das gibt's doch nicht. Muss besser zielen. Prozent nur mit Holo. Muss. Ach was? Das war nichts. Och, ach du Kacke, ey. Auf die Flanken achten, sie bewegt sich. Was? Nein. Was? Nein, und noch in Panik. Bitte schieß mir nicht in der Panik. Prozent. Wird schon nichts passieren. Fuck. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Munition ist gleich alle. Männer 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Ich habe alle drei Soldaten verwundet. Alle drei. So ein Mist. Ohne Botsch. Ich habe keine einsatzbereite Go. So ein Mist. Alle drei schwer verwundet. Auch gut. Ach, Mist, ich habe absolut keine einsatzfähige Crew. Hallo, Commander. Ach, die Infos. Wir können niemanden mehr einsetzen. Wir brauchen neue Rekruten. Ja, ich weiß. Nicht jetzt. Gucken, ob da was im Schwarzmarkt ist. Der Markt ist offen. Hm.
Das Grauen auf jeden Fall. Setze Kurs auf die Arktis. Commander, ich finde es gut, dass Sie neues Personal fürs Ingenieurteam rekrutieren. Aber zurzeit sind noch immer nicht alle Ingenieure zugewiesen. Zwei gefallene Soldaten. Oder eine Einrichtung besetzen. Rekrutieren. Zwar bereits vermutet, aber bislang fehlten uns die Ressourcen, um der möglichen Existenz geheimer Advent-Einrichtungen außerhalb der Stadtzentren nachzugehen. Nachdem wir nun von... Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Die Aliens machen eine klare Ansage, indem sie... Das ist schon gut. Kreaturen als Freund einer... Das Makrat ist auch gut. Sie haben sicher nicht damit gerechnet, dass sich Ihnen noch jemand widersetzt, der einmal einen Muton gesehen hat. Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. So. Und ich muss auch den Testbereich machen. Ach, ey. Wie die meisten Leute wollte ich glauben. Sie hätten es besser wissen müssen. Die Aliens hatten nie den Wunsch nach Frieden. Das Ergebnis dieser Forschung kann unseren Fortschritt nur vorantreiben, Commander. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Unbedingt noch ein paar Tage. Commander, wir haben die Koordinaten eines schutzlosen UFOs, das in dieser Region gelandet ist. Wenn wir uns beeilen, können wir eine ansehnliche Menge an Vorräten und... Nein, Alter, nein! Fuck. Wie lange brauchen die noch? Nächste 6 Tage, ach Mist. Der Ranger fällt noch 7 Tage aus. Ich hab mal zum Glück einen Ranger. Ich muss mal Medikit mit. Arbeiten. Die Recherche im Fortschritt schneller, wie sieht das auch noch? Oh, Medikit mit. Ich bin gespannt, ob ich den Einsatz hier nicht sogar abbrechen muss. Widerstandskämpfer ist es irgendwie gelungen, ein gelandetes UFO bei einem Lager in diesem Gebiet lahmzulegen. Sie haben uns die Position des Schiffs verraten und es ist wahrscheinlich wertvolle Alien-Technologie an Bord. Sichern Sie das Gebiet und schalten Sie alle Feinde aus. Oha, das wird schwierig. Ohne Scharfschütze. Ohne Hacker.
Ich hoffe, es sind nicht zu viele Feinde. Bewegung, Bewegung. Schon unterwegs. Scanne Gebiet. Schon unterwegs. Mir entgeht nichts. Ich muss hier echt vorsichtig vorgehen. Sie hat schon was gelernt, das ist schon mal gut. Ziele in Sicht. Offizier. Du wirst schon mal hier oben. Ich hole mich mal hier rüber. Dieser Ach, ich muss gerne in Schutz. Aus Kernsicht. Ich bin mal dahin. Nein, die falsche Seite. Ja, komm. Schildträger. Unsere Kontakte beim Widerstand hatten Gerüchte gehört, dass Erdland ein schweres Gut. Der ist schon mal draußen. Feind eliminiert. Wunderbar. Es wird Zeit, sie aufzumischen. Er verzieht sich ins Schiff. Menace 1-5, wir haben gerade ein Signal vom UFO erfasst, das wie ein Notsignal aussieht. Sie müssen in das Schiff und das Signal abstellen, bevor Ihre ganze Flotte hier auftaucht. Jawohl. Los geht's! Okay, bin unterwegs. Eine Viper, ach du Kacke.
Nehme ich. Position bestätigt. Werbung ist raus. Ziel ausgeschaltet. Das können wir vielleicht gebrauchen. Das ist schon schlecht. Eine Granate. Zack. Deckung. Panzerung weg. Drei Schaden. Wunderbar. Gib ihm. Wunderbar. Schön. Ziel neutralisiert. Kannst du mal dahin? Des Schiffs ist wahrscheinlich eine modernere Variante des Illyrium-Kerns der Systeme der Avenger. Ja, viele überlebt die Viper. Nein. Nähere mich der Zielposition. Dann 40% aufs Weg gehen, nehme ich. Befehl bestätigt. Lauf, mein Junge. Menace 1-5, das ist das Notsignal. Rücken Sie vor und schalten Sie es aus, bevor die Aliens das UFO finden. Ich drück mal ein paar Knöpfe. Wortwörtlich, ich drück einfach mal ein paar Knöpfe. Ja. Ach was. Wir sind drin. Wir haben das Alien-Notsignal abgeschaltet. Der Himmel scheint ruhig zu sein. Woher kommen diese Geräusche? Feuerschutz, so gehe ich mal hier hin und Feuerschutz. Ich würde mir gern mal Ihren Flugcomputer aus der Nähe ansehen. Unserer müsste mal aktualisiert werden. Bestätigt. Überwachung läuft. Bin unterwegs. Mir entgeht nichts. Advent-Einheiten gesichtet. Ach, jetzt noch so ein Freak.
Los, mein Junge, ab in den Nahkampf mit dir. Rüstung hält stand. Ich verbrenne! Sorry, mein Freund. Jawohl, daneben. Jawohl, so wird das gemacht. Ich habe mit drei Leuten das UFO gesichert. What the fuck? What the fuck? Mit drei Soldaten. In 2 Jahren Werbung verdienen, das ist wunderbar. Genial. Einfach nur genial. Ich fand, was jetzt kommt. Bestimmt eine Zwischenfrequenz. Ich blende mich dann mal kurz aus. Flash, falls eine kommt. Ein Spezialist? Wunderbar. Was wirst du? Ah, noch ein Ranger. Auch gut. Wir schon das Feiertag hier alles bekommen. Lyriumkerne. Vorräte. Wunderbar. Du bist fertig mit dem Schildträger. Unsere Schlagkraft schwindet, Commander. Wir sollten im Hauptquartier des Widerstands neue Rekruten suchen. Was wollte ich da jetzt machen? Ja, war schon. Wir machen gute Fortschritte, Commander. Ich schaffe, glaube ich, 3 Stück. Schildträger später. Obwohl ich beim Prozess der Chip-Entwicklung mehr theoretisch involviert war, fühle ich mich dennoch verantwortlich für das finale Produkt, das heute eingesetzt wird. Wenn man sich auf einen einzelnen Aspekt des Projekts intensiv konzentriert, in meinem Fall zu verhindern, erstmal den besseren Granatenwerfer nehmen. So. Bis heute frage ich mich, ob es vorsätzliche Ignoranz oder ungezügelte bauen wir mal den Testbereich. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Das sind die Vorräte mal wieder leer. Ja, einer der Vorteile der Zusammenarbeit mit Advent. Auf den ersten Blick ein komfortables Leben, aber dieser Komfort hatte einen Preis. Die Millionen Einwohner dieser Städte scheint das wenig zu kümmern. Ja. Avenger berechnet neuen Kurs. Schon was, das nutze ich noch mal an. Gibst du ja Punkte dazu?
Da gibt es wieder Vorräte, wunderbar. Nein, die Infos brauche ich später noch mal. Erstmal mache ich noch hin. Obwohl, komme ich wohl erst die Vorräte. Auch die Vorräte und wieder ein Punkt dazu. Mal gucken, was dabei rauskommt. Ah, endlich volle Mannschaft. Wen haben wir dann? Sergeant, Private. Das ist schon frisch. Mein Grenadier ist noch. Muss ich leider mitnehmen. Habe ich dieses ein Grenadier dabei? Nein, ein Scharfschützen. Lieutenant, Sergeant, Private. Sergeant, Sergeant, Private und Lieutenant. Hi. Mal gucken, ob das was wird. Bitch.